Fehlen eigentlich nur noch Klamotten. Oh, und ihr habt keinen Stein mehr. Ihr habt bald keinen Fisch mehr. Habt ihr noch Fisch überhaupt? Ja, ihr habt noch Fisch. Okay. So, das heißt, ihr beide könnt euch zurückziehen. Wir haben jetzt auch mehr als genug Steine eigentlich. So, mal gucken, wo ist... Da ist unser Karren. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, belieferte Schiffsentwurf mit Brennstoff und Beibel. Um ein Leuchtfeuer zu entfachen. Das machen wir ja gerade. Der gibt ordentlich Stoff mit seinem Handelskarren. Ich hätte auch nie gerne gesehen, wie ein normaler Hausierer das ganze Material getragen hätte. Glückwunsch, eine Quest wurde erfüllt. Das Leuchtfeuer brennt und verhindert weitere sinnlose Tote. Dank euch werden entlang der Westküste keine Schiffe mehr auflaufen. Oh Gold, ich muss euch etwas berichten. Wir wissen bereits, wer für die vielen Tote verantwortlich ist. Doch ein Nachteil des Todseins besteht leider darin, hin und wieder das Gedächtnis zu verlieren. Vielleicht können wir unser Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge helfen, indem wir alles auf Papier niederschreiben. Ich bin sicher, dass wir uns wieder erinnern können, wer den Leuchtturm sabotiert hat, wenn ihr uns einige Bücher zukommen lasst. Also die nächste Lieferung sind 30 Bücher. Das sollte schneller gehen. Da wir ja schon Bücher gelagert haben. So, unsere zweite Armee ist auch vollständig. Klopp. Ja, plus 2,9 und plus 5,2, das ist schon einiges. Weil er halt Belagerungsspezialist ist. Ich glaube, das brauchen wir auch später, wenn wir wirklich den Leuchtturm erobern müssen, also wo wir den Graubart vertreiben müssen. Bei Admiral Munzenbeek wäre auch noch nicht mehr ganz sicher, ob wir einen von den beiden angreifen müssen. Weil was wir nicht können, ist zusätzliche Generäle anfordern. Wir können Bier gegen Gold tauschen und das war's auch schon. Ja, und Gold gegen Werkzeuge, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Was jetzt wichtig ist, ist, dass die Nahrungsversorgung wieder normal läuft. Ja, die können wir jetzt mittlerweile auch einreißen. Oh, da wäre noch ein Fisch gewesen. Na egal. Der einzelne Fisch. Aber die können wir einreißen.
Dieser Außenposten ist nicht erreichbar. Und dieser Außenposten ist auch nicht erreichbar. Haben wir schon die Bücher eigentlich zusammen? Ja, die Bücher sind schon unterwegs. Mal gucken, ob wir sie einholen können. Da. Da ist unser Händler mit den Büchern. Unser Kaufmann mit den Büchern. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Wir mögen zwar tot sein, aber Senil sind wir noch lange nicht. Wir erinnern uns an jedes Detail. Immer wenn ein Schiff an den Felsen zerschellte, kamen die Soldaten von Gouverneur Graubart aus dem Norden, um das Wrack zu plündern und die Toten auszurauben. Sie ließen nichts, aber auch gar nichts zurück. Wir können diese Missentat nicht ungestraft lassen. Bitte rächt unsere sinnlosen Tote, indem ihr diesen gummlosen Gouverneur Graubart vernichtet und uns unsere wertvollen Habseligkeiten zurückbringt. Für wen haltet ihr euch? Kommt an unsere schönen Nordstern, steckt seine Nase in Dinge, die nichts angehen, und verschwört sich mit diesen dreckigen Geistern. Euch Burschen werde ich Mores lehren. Der Schiffsfriedhof. Diese mysteriöse Botschaft wurde gerade in einer Flasche an Land gespült. Das Leuchtfeuer am Schiffsfriedhof ist meine letzte Hoffnung. Ich verfasse diese Botschaft in allergrößter Not. Ich hoffe, dass sie jemand erreicht, der bereit ist, einen alten Leuchtturmwärter der Not zu helfen. Vor einiger Zeit wurde der Leuchtturm von einer Schar Soldaten überfallen. Sie vertrieben meine Gefährten und halten mich hoch oben im Turm gefangen. Das Furchtbare ist, dass sie das Feuer löschten und den Zündmechanismus zerstörten, um zahllose Schiffe in den sicheren Tod zu lotsen. Mich dünkt, dass Gouverneur Graubart und Admiral Munz hinter dieser abscheulichen Tat stecken. Sie sind sicher hinter den Schiffsladungen her, um Tandrins Wirtschaft unter ihre Kontrolle zu zwingen. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Ich bitte euch, rettet mich, damit ich den Leuchtturm wieder in Betrieb nehmen kann. Laurentius, der Leuchtturmwächter. Ja. Gut, das heißt, wir müssen erst diesen Sektor hier einnehmen. Dann verschieben wir unsere zweite Armee mal hierher. Das könnte ein bisschen dauern. Es sind viele Truppen, weil sie den Umweg nehmen müssen. Weil ich diesen Sektor nicht erobert habe. Aber ja, wir haben jetzt freies Geleit durch den Schiffsfriedhof, was gut ist. Der da ist allerdings immer noch gesperrt und der Zinnmechanismus ist auch immer noch gesperrt. Da kommt das Geld, um den Sektor zu kaufen. Da zieht unsere Geisterarmee. Erfolgreich ausgebaut. Oh, Goldmangel haben wir wieder. Dann nehmen wir Gold.
Prestige-Belohnung. Nehmen wir am besten zwei Schwerter, weil von allem anderen haben wir mehr als genug. Da kommt unsere Armee. Schieben wir unsere Armee mal in den Sektor. Ja, das Tolle ist, wir haben ja auch die Technologien hier. Wir fahren unsere Soldaten kehren kurzzeitig unter die Lebende zurück. Mhm. Und was haben wir noch? Ja gut, das haben wir nicht hier. Soldaten, die in den Jenseits befördert werden, die mit Münzen belohnt. Das haben wir leider nicht. Was wir haben, ist mehr als genug Brot. Stimmt, es gibt ja auch noch den Straßenausbau in diesem Spiel. Das können wir ein bisschen machen, die Sektoren untereinander. Ein bisschen ausbauen. So, darauf bewegen sich dann die Siedler auch ein ganzes Stück schneller. Wie man merkt. Wir sollten nur aufpassen, dass es nicht zu sehr in unsere Steine geht. Ausbauen. Ja, so können wir ein bisschen den Transport beschleunigen. So, ich habe zwei Armeen. Und sag beiden gleichzeitig, sie sollen angreifen. So, die Soldatenträger sind auch wieder in ihren Armeen. Gegen meine beiden Armeen hat Munz eigentlich absolut keine Chance.